Mit welchem Club hat sich Dusan Vlahovic jetzt geeinigt? Und steht David Alaba vor einem Wechsel in die Premier League? Das und mehr in den Transfer-News von Fußballtransfers und Kick11. Wir starten die Transfer-News mit einer prominenten Personalie. Was Lionel Messi schon im Juni angekündigt hatte, hat jetzt auch sein neuer Arbeitgeber offiziell gemacht. Inter Miami hat die Verpflichtung von La Pulga bekannt gegeben. Mit der Unterschrift unter einen bis 2025 datierten Vertrag ist die Zusammenarbeit nun offiziell besiegelt. Messi kassiert in Miami künftig über 50 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen Beteiligungen an den Einnahmen von Adidas und Apple. Eine Einigung mit Paris Saint-Germain ist vorher nicht zustande gekommen. Ebenso wenig wie eine Rückkehr zum FC Barcelona. Miami hat die Gunst der Stunde genutzt und sich die Dienste einer der großen Ikonen des Weltfußballs gesichert. Und auch ein anderer Mega-Deal ist jetzt fix geworden. Declan Rice wechselt innerhalb Londons. Den Sechser zieht es nach 10 Jahren bei West Ham für die Rekordsumme von 122 Millionen Euro plus Boni zu Arsenal. Bei den Gunners hat der 24-Jährige bis 2028 unterschrieben. Rice löst damit Enzo Fernandes vom FC Chelsea als bisher teuersten Neueinkauf der Premier League-Geschichte ab. Und Trainer Mikel Arteta erhält seinen Wunschspieler für die Sechser-Position. Neben Arsenal hatten sich auch zahlreiche andere Topclubs Chancen auf Rice ausgerechnet. Allen voran Manchester City, aber auch Chelsea, Manchester United, Liverpool und die Bayern waren zeitweise in der Verlosung. Jetzt ist klar, Arsenal ist der lachende Sieger. Der FC Chelsea hat den nächsten Transfer eingetütet. Angelo Gabriel Borges Damasceno, kurz Angelo, kommt vom FC Santos auf die Insel und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag bei den Blues. Eine genaue Angabe zur Vertragslaufzeit macht Chelsea nicht. Es soll sich aber um einen 6-Jahres-Vertrag handeln. Der Premier League Club zahlt 15 Millionen Euro Ablöse für den Flügelstürmer mit dem starken linken Fuß. Ob Angelo in der nächsten Saison von Neutrainer Maurizio Pochettino für die erste Mannschaft eingeplant wird, bleibt abzuwarten. Im Raum steht auch ein mögliches Leihgeschäft zu Racing Strasbourg, dem neuen Schwesterclub von Chelsea. Paris Saint-Germain bastelt weiter fleißig an der Zusammenstellung des Kaders. Auf der Suche nach einem neuen Torjäger ist sich PSG jetzt mit Dusan Vlahovic einig geworden. Auch in diesem Sommer steckt Paris nicht zurück, sondern investiert massig Geld in neue Spieler. Für den Defensivverbund sind schon namhafte Neuzugänge gekommen. Ex-Bayern-Star Lucas Hernandez, Innenverteidiger Milan Skriniar und Sechser Manuel Ugarte sind für insgesamt rund 130 Millionen Euro an die Seine gewechselt. Jetzt will man nach der Verpflichtung von Kangin Lee mit Dusan Vlahovic den nächsten Neuen für die Offensive holen. Nach Informationen von Fußballtransfers wurde mit dem Mittelstürmer ein 5-Jahres-Vertrag ausgehandelt. Dabei winkt dem Serben ein Jahresgehalt von 11 Millionen Euro. Eine Einigung mit Juventus Turin steht noch aus. Die alte Dame verlangt 70 Millionen Euro für den Torjäger. Vlahovic soll eine prägende Figur bei der Transformation des Nobelclubs werden. Lionel Messi und Sergio Ramos sind schon weg. Auch die Superstars Kylian Mbappé und Neymar könnten den Verein noch verlassen. Mbappé flirtet bekanntlich heftig mit Real Madrid. An Neymar zeigt der FC Chelsea konkretes Interesse. Vlahovic soll künftig der zentrale Eckpfeiler der Pariser Offensive sein. Aus unserer Sicht hängt es nur noch von den Verhandlungen um den Preis ab, ob Vlahovic in die Stadt der Liebe wechseln wird. Vlahovic ist aber nicht die einzige Personalie, zu der es jetzt Neuigkeiten bei PSG gibt. Offensivtalent Xavi Simmons steht künftig wieder in Paris unter Vertrag. Wie die PSV Eindhoven offiziell vermeldet hat, hat der französische Hauptstadtclub die Rückkaufklausel gezogen und lotst Simmons zurück an den Eiffelturm. Eindhoven streicht festgeschriebene 6 Millionen Euro ein. Mit Blick auf Simmons 34 Scorerpunkte in 48 Spielen ist das ein No-Brainer und ein echtes Schnäppchen für PSG. Der 20-Jährige hat das Trainingslager inzwischen verlassen, um den Deal abzuschließen. Der Medizincheck wurde schon absolviert. Trotz Simmons großartiger Entwicklung in den Niederlanden will ihn Paris aber wohl erstmal wieder verleihen. Der Youngster soll noch ein Jahr woanders weiterreifen. Zumindest dann, wenn Neymar oder Mbappé bleiben. Und die besten Karten für eine Leihe hat aktuell RB Leipzig. Die Sachsen arbeiten mit Hochdruck am Deal und sind zurzeit Favorit. Simmons selbst soll einen Wechsel zu Leipzig bevorzugen. Auch Borussia Dortmund hatte sich zuletzt intensiv um den Niederländer bemüht. Der Poker mit der PSV über einen Transfer endete aber in einer Sackgasse.
Zu hoch waren die Forderungen aus Eindhoven. Mit PSG würden die Schwarz-Gelben jetzt auf einen deutlich gesprächsbereiteren Verhandlungspartner treffen. Aber statt einer Festverpflichtung wäre nur eine Leihe ohne Kaufoption möglich. Ob der BVB zu solchen Konditionen nochmal an den Verhandlungstisch zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Der FC Bayern buhlt weiterhin intensiv um Harry Kane. Angeblich ist der Wechsel des Spurs-Stürmers nur noch eine Frage der Zeit. In München wächst stetig die Zuversicht, Kane noch in diesem Sommer zu holen. Sky zitiert einen in den Poker involvierten Insider, demzufolge der Transfer in den nächsten 2 bis 3 Wochen definitiv über die Bühne gehen wird. Einen ablösefreien Abgang 2024 will Tottenham Hotspur unbedingt vermeiden. Kane hat also auf jeden Fall ein Preisschild für diesen Sommer. Wo genau dieses liegt, ist nicht bekannt. Unter 100 Millionen Euro könnte es aber schwierig werden. Das weiß auch Aufsichtsrat Uli Hoeneß. Der hat sich jetzt als erster Verantwortlicher der Bayern ausführlich zum Poker geäußert. Hoeneß sagt über Tottenhams Vorstandsvorsitzenden Daniel Levy: "Wir müssen ihn erstmal so weit bringen, eine Zahl zu nennen. Er spielt natürlich auf Zeit, ist ein ausgebuffter Superprofi, den ich sehr schätze. Aber auf der anderen Seite sind auch keine Leute bei uns, die das erst seit gestern machen." Hoeneß hat zwar nur selten Kontakt zu Kane, Karl-Heinz Rummenigge und Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen dafür umso mehr. Das Duo hat sich schon die Zusage des Torjägers eingeholt. Das bestätigt Hoeneß offiziell. Bis jetzt ist es so, dass Harry in allen Gesprächen ganz klar signalisiert hat, dass seine Entscheidung steht. Er führt aus: "Wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Weil dann wird Tottenham einknicken müssen. Weil das so ein Verein auf 80, 90 Millionen oder wie viele es auch werden, verzichten kann, das gibt es nicht. Er will international spielen und Tottenham ist da, zu unserem Glück, nächstes Jahr nicht tätig." Sollte der Transfer wieder erwarten scheitern, wollen die Münchner im nächsten Jahr zum Nulltarif zuschlagen. Ein Szenario, das alle Beteiligten nach aktuellem Stand aber umgehen wollen. Der Kane-Poker wird immer heißer. Und auch bei einer anderen Personalie wird wohl in Kürze Klarheit herrschen bei den Bayern. Nach einem halben Jahr wird sich Jan Sommer wieder verabschieden. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Torhüter mit Inter Mailand geeinigt. Bei Vertragslaufzeit und Gehalt haben sich alle Beteiligten das Ja-Wort gegeben. Die Rückkehr von Manuel Neuer lässt dem Schweizer keine andere Möglichkeit, als zu wechseln. Er will nicht kurz vor der EM im kommenden Sommer auf der Bank landen. Jetzt steht lediglich eine Einigung zwischen den Bayern und Inter aus. Das dürfte aber keine allzu große Hürde sein. Bei Sommers Wechsel von Mönchengladbach nach München gab es die Vereinbarung, dass Sommer für 9 bis 10 Millionen Euro weiterziehen darf, wenn Neuer nach seiner schwerwiegenden Verletzung ins Tor zurückkehren kann. Und Inters Stammkeeper André Onana steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Der Platz im Tor der Mailänder wäre also frei für Sommer. Aus unserer Sicht ist es also wahrscheinlich, dass Sommer in Kürze nach Mailand wechseln wird. Eigentlich war sich Romelu Lukaku mit Inter Mailand über einen Transfer schon einig. Jetzt grätscht aber Juventus Turin dazwischen. Der bullige Angreifer war für Inter sogar dazu bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen, um einen Transfer zu ermöglichen. Lediglich eine Einigung mit seinem Arbeitgeber Chelsea stand noch aus. Die Nerazzurri hatten den Londonern schon ihr finales Angebot mitgeteilt. 40 Millionen Euro wollte Inter auf den Tisch legen. All das ging dem 30-Jährigen aber offenbar nicht schnell genug. Deshalb hat Lukaku jetzt konkrete Gespräche mit Juventus Turin geführt. Die alte Dame soll bei den Blues sogar ebenfalls ein Angebot für den Nationalspieler hinterlegt haben. Juve bietet 37,5 Millionen Euro plus 2,5 Millionen an Boni. Das genannte Angebot hängt allerdings davon ab, ob Torjäger Dusan Vlahovic verkauft wird. Der Serbe besitzt bei Juve noch einen Vertrag bis 2026. Er hat sich aber jetzt schon mit Paris Saint-Germain geeinigt. Juve hat also auf einmal richtig gute Karten. Von Lukakus Vorgehensweise ist man in Mailand alles andere als begeistert. Es gibt sogar Gerüchte, dass sich der Club aus dem Lukaku-Poker zurückgezogen hat. Auf einmal ist also alles wieder offen, wenn es um die Zukunft des belgischen Stürmers geht. Bei Lukaku hat sich Inter angeblich aus dem Rennen zurückgezogen, bei einer anderen Personalie ist man dafür deutlich weiter. Juan Cuadrado hat sich jetzt mit den Nerazzurri auf einen Wechsel geeinigt. Der kolumbianische Dribbler soll bei Inter einen Einjahresvertrag erhalten. Schon in dieser Woche wird Cuadrado den Medizincheck in Mailand absolvieren und dann seine Unterschrift setzen. 6 Jahre lang stand der 35-Jährige bei Juventus Turin unter Vertrag. Vor ein paar Wochen ist sein Vertrag ausgelaufen. Jetzt schlägt Inter ablösefrei zu. Der Deal ist fast fix.
Manchester United sucht nach der Verpflichtung von Mason Mount weiter nach Top-Verstärkungen im laufenden Transferfenster. Jetzt sind die Red Devils dabei auf David Alaba von Real Madrid gestoßen. Wie spanische und englische Medien berichten, sieht Trainer Erik ten Hag den 31-Jährigen als ideale Ergänzung für die Abwehrzentrale. Und tatsächlich soll United optimistisch sein, den Transfer möglich machen zu können. Denn jetzt würde sich für die Königlichen noch die Möglichkeit bieten, den Nationalspieler gewinnbringend zu verkaufen. United hat sogar schon ein erstes Angebot eingereicht. 40 Millionen Euro sollen die Blancos überzeugen. In England winkt Alaba dazu eine saftige Gehaltserhöhung. Im Old Trafford könnte der Österreicher theoretisch künftig den Platz von Harry Maguire einnehmen. Der englische Nationalspieler wird mit einem Wechsel zu West Ham United in Verbindung gebracht. Ob sich die Alaba-Gerüchte in den nächsten Tagen und Wochen erhärten, wird sich zeigen. Aus unserer Sicht wäre Real aber schlecht beraten, einen so zuverlässigen Spieler wie Alaba gehen zu lassen. Und schon gar nicht für 40 Millionen Euro. Für uns klingt dieser Transfer zum aktuellen Zeitpunkt nach Wunschdenken aus Sicht von United. Chvicha Kvaratskhelia ist einer der neuen Stars am Fußballhimmel. Ein Verein aus der Premier League will den Offensivspieler jetzt nach England locken. Newcastle United hat ein Angebot über 95 Millionen Euro für den 22-Jährigen eingereicht. Eine Antwort von Neapel steht zur Stunde noch aus. Gut möglich, dass die Azzurri den Leistungsträger aber auch für eine so stattliche Summe nicht abgeben. Napoli verhandelt mit Kvaratskhelia aktuell über eine Vertragsverlängerung. Man will den Dribbelkünstler eigentlich noch viele Jahre halten. Es bleibt abzuwarten, ob die Magpies mit ihrem vielen Geld aus Saudi-Arabien doch noch dazwischen funken können. Jede Menge spannende Personalien heute in den Transfer-News. Uns interessiert eure Einschätzung. Wo werden Xavi Simons, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku und David Alaba nächste Saison spielen? Schreibt uns eure Tipps in die Kommentare. Das waren unsere Transfer-News für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und habt euch gut erholt. Wir hören uns morgen wieder.